Geht schon gut los. A Devil Inside Us, Roots of Evil. Demo. Ich bin gespannt. Worum jetzt? Ich habe keine Ahnung. Also das hat sich nicht erinnert. Das wird sich wahrscheinlich auch nie erinnern. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem halbwegs verstehen. Wenn nicht, ist es auch nicht so. Ich starte. Dauert ein bisschen. Da ist es. Wir haben eine mordsmäßige Auswahl. Englisch oder Portugiesisch. Wir können beides nicht. Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber look so beautiful. Musik ist auch sehr schön. Ich warne schon mal vor, Photosensitivity. Ne, ganz wichtig. Stand auch gerade da. Oh, das ist nice. Wir lassen einfach alles so, wie es ist. Ich kann ja auch nichts anderes einstellen, ne? Aber, Auf geht's. Ich will ein neues Game starten. These words are everything that has been left of me. And at this moment, it's the only thing that keeps my soul alive. My name is August Havel, an exorcist legitimized by the Vatican. And the beginning of the end started in 1984. Ooh. Oh. 1984, geil. Boah, ich hatte ein Jahr alt. Verzeihung. Gut. Alter, ihr habt schon lange keiner mehr Rasen gemäht. Es ist sehr laut, muss ich mal. Eine Sekunde. Ich muss mal für mich gerade mal ein bisschen leiser machen. Weil ich kenne mich. Ich sterbe wahrscheinlich dann nachher wieder ein bisschen. Kann ich wieder. Entschuldigung, ich möchte wieder. Nee, okay. Nee, wir möchten nicht hier. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Das Gras ist sehr. Oh. Erinnert mich gerade an den Film im hohen Grad. Nee, wir können definitiv rennen. Wie neblig das ist. Oh. It's so beautiful. Das ist ziemlich neu. Wo ist denn der Mond? Gibt es keinen Mond? Ich habe mich verloren. Okay, wir können rennen. Das ist schlecht. Hallo? Was ist passiert? Sind wir... Oh, wir haben einen Körper. Okay, cool. Was ist gerade passiert? Sind wir jetzt gerade über die Füße gestolpert? Über, weiß ich nicht, über unser Kleidchen? Was ist da gerade passiert? Hm. Okay, die Soundkulisse ist schon mal nice. Visuell ist ein bisschen zu kurz. Okay. Jetzt nicht unbedingt mehr, warum? Lässt denn du hier dein Licht an, Junge? Hallo, Batterie. Wir haben Lost Place gefunden, Freunde der Sonne. Das erinnert mich jetzt irgendwie gerade hart an The Beast Inside. War auch ein Auto, aber mit dem von meinen. Verzeihung. Englisch. Ich entschuldige mich jetzt schon. A note left of the walk double. Okay, es wurde uns ein Zettel hinterlassen. David! Komm ja nicht, denk ja nicht, dass du zurückkommen kannst, David. David! Die Polizei sucht dich und ich hoffe, sie wird dich finden. Und zwar schnellstmöglich.
Du bist von Tag zu Tag komischer geworden, seitdem wir hergekommen sind. Und ich weiß nicht, ob du wirklich schuldig bist. Manchmal kann ich es hören und auch sehen. Aber es gibt kein Vergeben für das, was du getan hast. Also bleib fort. Ich rufe die Polizei, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Angeschilder. Was hat David? David! Unser David? Oh mein Gott, ist das unser David? Hallo? Ich bin da noch nicht. Jetzt ruft man noch nicht. As the door opened, I looked at her blue eyes, whose hope was cast away long ago. Ach, das ist eine Frau. Angela told me everything. Told me about her recent arrival at her new home, about her nightmares, about how suddenly she saw furniture moving by itself. And the worst part of it? Her husband speaking nonsense words. David! David, bathed in blood, had vanished in the middle of the night, leaving her only the mangled body of her own son. The police described it as a father who had killed his son and run away. After the cops left, a strange symbol was found by her. Painted on the basement's walls. Trembling with fear, she locked the door and kept herself away from it. Now that the police had done their job, it was time for me to do my own. I was sure to give this woman back her peace. Ach ja. Okay. So, puh, gut. Also David hat seinen Sohn ermordet und ist far, far away. Die Mutti hat komische Sachen gefunden. Nach dem Tod des Kindes. Alter, das ist aber... Was ist das für ein kleines Puppelwohnzimmer, hör mal. Aber okay. Gut, ich möchte... Puh. Wir sind also der Priester. Hallo? Was ist das denn gerade? Ah, hier, das ist ja, okay, das ist also die Hütte hier, wo wir nicht hin können, weil da ist es irgendwas passiert. Da ist es passiert. Ich hasse eigentlich Schweine. Es ist irgendein Dokument von der City Hall. Describing the under house soll. Was ist unter dem Haus? Irgendwelche Steine unter dem Haus. Es ist natürlich in dieser Region. Und so, Caves in the. Ich weiß nicht mehr, was Subsoil heißt. Subsoil. Subsoil. Ein komisches Wort. Megan, ich weiß es nicht. Irgendwelche Steine unter dem Haus. Okay, cool. Ja, ich möchte das nicht nochmal lesen. Also, ich glaube, hier ist bestimmt irgendwelche Katakomben oder so. Hallo? It's locked. Okay, cool. Junge, was ist denn das für ein Tapete? Alter, was ist denn das für eine Tapete? Okay, also hier sind komische Dinge. Oh, Alter, hat er seinen Sohn ermordet und hat sich einfach. Ist. David, bist du un. Bist du unser David? Hallo? David? Okay, das ist alles ein bisschen creepy hier gerade. Das ist irgendein Symbol an der Tür. Okay, cool. Teufelssymbol. Okay, das ist creepy. Null. Okay, ich vermute mal, das ist das gruselige Kinderzimmer oder so.
Oh. Angela hat ja Portemonnaie. Ich würde das auch so offiziell auf dem Tisch einfach vergessen. Mach mal auf das Ding. Die hat bestimmt Kohle drin gelassen für dich. Gut. Ja, ist ein bisschen runtergeranzt hier, ne? Oh, Champagner. Okay, gut. Oh, eine Note geschrieben von David. Ich gehe downtown. Ich gehe nach unten. Downtown? Runter heute Nacht? Heute? I want the baby to be with his plush bunny. Was? Ich möchte, dass das Baby die ganze Zeit mit dem Hasen zusammenspielt. Bin ich klar genug? Das kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Mein Englisch ist grottig. Es tut mir leid, Leute. Koffeinpillen. Wofür auch immer. Priest. Das war unangenehm. Gut. Exorzismus bei mir hat funktioniert. Alter. Bist du denn das war? Ich hab... Ich hab Kopfschmerzen. Ich hab ein Kreuz... Ach so, ist das so schwer, wenn ich laufe, dass das noch... Oh, es ist unangenehm. Ich hab ein Kreuz. Freu mich. David? Was ist denn mit dem Licht? Hör mal. Wo ist denn... Wer fummelt denn hier an dem Lichtschalter rum? Wo ist denn der Lichtschalter? Hör mal. Haben wir Fingerabdrücke, Freunde? Das sind Fingerabdrücke. Wo ist denn hier? Hier ist kein Lichtschalter. Wer macht denn sowas? Hier Lichtschalter ist zum Lesen. Ich kann das so weit sehen. David, bist du auf dem Klo? Neugierig. Klauen. Oh. Rosenkreuz. Oh nee. Ich sehe schon, ich muss in meinem Leben kämpfen. Leute, das wird wohl nur die Demo bleiben, Freunde. Eine Note. Oh, ich freue mich. ein Auszug aus Davids Tagebuch. Davids Tagebuch. Das Haus ist einfach perfekt für uns. Ich kann es hart glauben. Nach so viel Arbeit, nach so viel Zeit, Arbeit und Saving. Gut, wir haben endlich unseren neuen Platz für die Familie und können unser Kind hier großziehen oder so. Gestern habe ich die Umzugskartons in ihren richtigen Plätzen. Ich habe meinen Schuh verloren. Verzeihung. Gestern habe ich die Umzugskartons an den richtigen Platz gebracht. Oh, heute gehe ich in den Keller. Aber da ist irgendwas, weiß ich nicht, an diesem Ort. Es gruselt mich, es macht mir Angst. Ich möchte da nicht nochmal runtergehen. Seltsam, ich weiß. Okay, gut. Es ist der Keller, Freunde. Es ist immer der Keller. Hallo? Kann man jetzt die Fenster öffnen? Es ist der Keller. Es ist der Keller, den die Frau abgeriegelt hat da. Oh, Angelas Tagebuch 1 von 5. Oh. Mann. Okay, heute sind wir endlich eingezogen. Das Haus ist wirklich schön. Ein bisschen alt. Keine Ahnung, wir freuen uns, dass wir hier eingezogen sind. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, mein Englisch ist echt furchtbar. Oh, es ist so großartig. David hat richtig aufgepasst, die Umzugskartons richtig schön ins Haus zu bringen. Er hat tatsächlich ein Plätzchen gefunden für all die Boxen. Und für Taxi, der. Was für ein. Hier, das komische Hängedings da, was wir vorhin uns angeguckt hat, das komische Rentier da. Unser Baby hält. Euch in den Hasen, seit wir angekommen sind. Das ist so süß. Ich bin total aufgeregt für die nächsten Tage. Tag 2.
Oh, dieses Haus ist seltsam. Einige Räume machen, dass ich mich krank fühle. Der Keller ist eines von ihnen. Und das Badezimmer. Ich kann da nicht mehr reingehen. Ich bin glücklich, dass es noch ein anderes hinten im Hinterhof gibt. Ach so, es ist ein bisschen weit weg vom Haus, aber ist kein Problem. Ich fühle mich sehr, 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 sehr schlecht, hier zu sein. Es ist wie eine. Wie fühlt sich an wie eine schlechte Energy oder sowas? Ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht fühlt sich David hinaus, aber er möchte nicht damit mir drüber reden. Ja, gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. David verhält sich really sehr, sehr seltsam. Und ich verstehe es nicht. Oh, er ist aggressiv. Er spricht mit sich selber und starrt die ganze Zeit hier. Was ist denn? Wie heißt denn das, dieses komische Mann? Oh, sie stopft für dir an. Da ist irgendwas passiert in dem Haus. Ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht ist das, spukt es hier. Ich habe keine Ahnung. Gestern war den ganzen Tag im Keller. Aber ich hatte viel zu viel Angst, auch hinterher zu gehen. Die Seiten vom 23. zum 24. Tag sind zerkratzt und unleserlich. Verzeihung. Und da sind auch Tränen. Tränen. Da, oh. Oh, schön. David hat unser Baby getötet und ist verschwunden. Warum? Ich setze mich dann auch erstmal hin und schreibe in das Tagebuch, weil es wichtig ist, ja? Was ist in seinem Kopf los? Ist er krank? Hat das Haus ihn krank gemacht? Habe ich ihn krank gemacht? Aber natürlich. Ich werde ihn niemals vergeben. Er ruinierte er hat alles ruiniert. Und ich will, dass er ganz, ganz weit weg von hier ist. Ich kann nicht aufhören, diese Schreie zu hören. Also ich muss hier schnell raus. Aber ich kann nicht. Was ist falsch mit diesem Ort? Die Polizei sagte mir, es spukt hier und ich brauche Hilfe von der Kirche. Okay. Deswegen sind wir also hier. David, was ist passiert? Was hast du hier getan? Kannst du hier das Licht anmachen? Nee. Okay, cool. David, oh. Nee, 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 nee. Lässt du das. Was ist denn los mit dir? Ist doch mal die Tür offen. Was ist denn? David hat also das Kind getötet. Alter! What the fuck? Das ist aber unangenehm. Gut, wir sollten das lieber nicht tun. Black Lady, Entschuldigung. Ah, ich erhole mich wieder. Ist doch kein Problem. Hallo, Mr. Killer? Alter, sobald ich lobe. Was ist denn? Warum? Ich sehe nicht mal Lichtschalter, hör mal. Warum klickt denn hier ein Lichtschalter, wenn hier nicht mal einer ist? Was ist denn das? Wow. Ich habe noch ein Rosenkreuz. Wofür brauche ich das? Okay, also ich muss hier, wenn hier irgendwas komisch ist, muss ich das Kreuz holen. Oh, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Guck um die Ecke. Oh, es ist. Das Bunny. Alter, was? Ich bin verwirrt. Was passiert hier? Was ist da gerade passiert? Was? Hör mal. Mutti? Okay, das ist nichts. Ja, vielleicht. Oh, ist das unangenehm. Alter, ich habe echt Gänsehaut. Das war jetzt ein bisschen eklig. Muss ich das nehmen? Hallo? David? Was ist denn da? Nichts. Okay, cool. Es ist
überhaupt nicht ein bisschen gruselig, ne? Okay. Ja. Ist es das Reh? Ich geh mal auf. Ah, es ist das Rentier. Oh. Wir haben eine Tür geöffnet. Alter, sind wir am Zwinkern? Ah, nee, das ist das Licht hier. Okay, es ist abgeschlossen. Ach, das ist die Tür, wo wir rein. Ah, okay, cool. Oh, das ist jetzt. Okay, cool. Oh, das ist aber schön. Na, hallö. Oh. Gut, dass überall das Gras durchwächst. Kein. Hi. Hallo, Karl. Wie geht's dir? Oh, na, Chili Milli, was geht ab, Junge? Lene. Und du bist ja Jens alleine? So schön. Geht da. Das? Junge, mach doch mal sowas. Was ist denn mit dir, hör mal? Diese Blume, Alter. Ist die so riesig? David! Das war David. Ich habe ihn gesehen. Junge. Komm mal zurück. Oh, was haben wir hier? Darf ich nicht rennen? Liegt das an meinem Gerenne? Hi, Carl. Okay, es ist mein dämliches Gerenne. Cool, ich kann nicht lange rennen, ich fange dann an zu stolpern. Kein Problem. Noch eine sehr gruselige geschriebenes Gedönse. Du kannst dich da drinnen nicht für immer verstecken. Komm aus dem Badezimmer raus. Komm raus, komm raus. Unsere Freunde wollen dich treffen? Ein Medikit. Ich bin am Arsch, Freunde. Ein Medikit. Geil. Da freue ich mich doch. Jetzt hier. Oh, Junge, jetzt entschill doch mal. Was ist denn? Gut, also wir können ja rennen, nicht rennen, rennen, nicht rennen vielleicht. Was soll ich denn mit diesen Koffeintabletten? Damit ich rennen kann? Das heilige Klo. Ja, damit. Ich habe. Können wir spülen? Gut. Geil. Hier ist nichts wahrscheinlich. Angela! Oh, Angela! Angela! Oh mein Gott! Moment, ich eile, ich fliege! Oh, ich muss das Zeug benutzen, damit ich rennen kann. Krieg die Tür nicht auf, Angela! Ich bin schon da! Angela, entspann! Oh! Angela! Ich habe mich jetzt beeilt! Extra für dich habe ich meine scheiß ganzen Koffeintabletten gefressen! Du bist trotzdem tot. Was ist los mit dir? Hör mal. Oh, was ist denn das für eine Wackel hier? Das ist ja ekelhaft. Ja. Ich nehme Rosenkreuz. Geht's mir jetzt besser? Auch nicht. Oh, Angela. Ich weiß doch, wie es damals war. Du hast aber keinen Baller. Okay, cool.
Angela, bitte, bitte berühren, bewegen Sie sich nicht, berühren Sie sich nicht. Ist okay. Bewegen Sie sich nicht, ich habe einen Schlüssel, ich muss ja jetzt mal kurz gucken, was in der Tür ist. Ja, chill. Alles wird gut. Beweg dich nicht. Bin gleich wieder, oh, ich habe einen Zauberschlüssel. Ich bin gleich wieder da, Angela. Entspann dich. Ja. Lauf nicht weg. Weißt du? Wow, die Tür klingt viel länger nach als... Okay, cool. Ach, Angela, kein Problem. Ich habe ihr... Komm. Kann ich nicht nehmen. Darf ich das nehmen? Angela, ich kann nicht... Ich buddel dich einfach... Oh. Gut, ich habe schon mal die Bohrmaschine. Ist kein Problem. Und noch ein First Aid Kit. Oh, leck mich doch. Ich kann das nicht nehmen. Ich weiß nicht, wofür ich das brauche. Ist so, Angela, einbuddeln kann ich dich nicht. Ich lasse dich einfach liegen. Das ist kein Problem. Ne? Wird denn die Musik jetzt so komisch? Stopp, die Schau! What the fuck? Was zur Hölle? Was war das denn gerade? Hör mal. Angela, was ist denn los mit dir? Oh ne, die liegt noch da. Hallo? David, bist du es? Ich hab ein bisschen Gänsehaut gerade. Junge, hab ich mich jetzt erschrocken. Angela. Mensch, was macht denn das sauber, hör mal. Liegt hier irgendwas bei dir, was wir brauchen können? Nö, ich latsch schon mal über dich drüber, das Kind immer. Du glänzt so schön. Na gut. Hier oben wird ja nicht mehr viel passieren, denke ich. Geil. Ach, guckst du. Und nochmal so das jetzt. Was soll ich? Ich verstehe nicht, was ich damit machen soll. Freunde der Sonne. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier geht's in den Keller und Saving. Jesus Christ. Nö, lass mal. Hier geht's in den Keller. Warum wird denn das jetzt hier so komisch? Ist denn das hier so komisch? Junge! Was? Hättest du einfach verrecken? Ich sehe nichts mehr. Junge, Hellskit. Hier, ich drücke. Ich drücke. Was? Junge! Wo sind die? Alter, ich sehe dich nicht. Was? Junge, oh, ich bin hier aus Versehen raus. Junge, verreck doch einfach. Hä? Was? Echt jetzt? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, Jesus Christus. Okay, der Typ kommt jetzt hier angefetzt. Muss ich den jetzt wegätzen? Junge, komm mal ran hier. Hä? Ich bin schon wieder tot, Alter. Wo ist denn der? Ich sehe den aber auch nicht, ne? Ah ja, cool. Ich bin gestorben. Oh, habe ich da jetzt schon wieder Bock drauf? Was? Jesus Christ. Verstehe ich das nicht? Nee, natürlich nicht. Warte mal. Ach komm, geh fort, Junge. Hier ist nochmal so ein großes Kreuz. Okay, ich weiß nicht mal, was ich mit dem Scheiß machen soll. Weil. Hier vielleicht. Das hier vielleicht? Hallo, ich bin tot. Geskippt. Was habe ich denn geskippt? Oh. Eine Sekunde. Oh, ich bin tot. Oh, Alter, der Mucki geht mir gerade ein bisschen auf den Sack.
its pawn was defeated. The one who had lost the horse battle was myself. Du musst ja eigentlich immer so breitbeinig sterben müssen. Wie muss denn? Make sure no one would get hurt. Was soll ich sagen? Das war A Devil Inside Us, Roots of Evil. Ich hab's nicht verstanden. Hätte ich jetzt was machen können, wenn ich Talent gehabt hätte? Weiß ich nicht. Oder war das jetzt so berechtigt, dass ich gestorben bin? Weil ich hätte eh nicht so... Ich hab gerade etwas überfordert. Also Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir die Demo gezockt habt. Ja. Puh. Keine Ahnung, wenn ihr Bock auf ein bisschen mehr hier in Krei wollt von diesem Gedöns hier, ich nicht hoffe, packt es bitte gerne in die Kommentare, ob ihr davon das Full Game sehen wollt oder nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das hat mich jetzt ein bisschen überrumpelt. Ich sag mal vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Ich mach mal die komische Mucke raus, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Like und Abo nicht vergessen, ja, absolut oder nicht, weil ihr wisst, wie es ist. Support und so, ne? Kostet nichts. In diesem Sinne, ja, ihr habt euch wohl und